Finale Reloaded am dritten Spieltag. 147 Tage nach Finale 5 treffen die Adler Mannheim und der ERC Red Bull München wieder aufeinander. Und er hier, Johan Gustafsson, feiert seine Premiere im Tor der Adler Mannheim. München zu Beginn mit einigen Strafen, das heißt Powerplay für die Adler Mannheim. Und das klappt bislang schon ganz gut in dieser Saison. Denn dieser Treffer ist schon der vierte Powerplay-Treffer für Mannheim in dieser Saison. Ben Smith mit dem 1:0, aber Tim Stützle macht das richtig schlau. Schiebt die Scheibe bewusst an den langen Schoner von Danny Austenbürken. Und dann steht Ben Smith da, wo ein Stürmer stehen muss. Aber je länger das erste Drittel dauerte, kam München besser in die Partie. Kontermöglichkeit über Gogulla, schön abgelegt. Das ist Hager und das ist der Ausgleich. 19. Spielminute, Patrick Hager mit seinem ersten Saisontreffer. Einfach mal aufs Tor, dann ist da ein bisschen Verkehr und dann ist er drin in der kurzen Ecke. München mit dem Ausgleich in der 19. Minute. Don Jackson konnte zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des ersten Drittels. Und München kam richtig gut aus der Kabine. Von Beginn an sofort da. 23. Spielminute, das ist Chris Berg. Schuss kommt und drin. Aber war da noch einer dran? Ja, Trevor Parks fälscht den Schuss aber mal so richtig hübsch ab. Den muss man erstmal machen. Schuss von der blauen Linie von Berg und dann mit viel Gefühl und Hand-Auge-Koordination Trevor Parks zur Führung fürs Team von Don Jackson. Und dann ging es schnell, schon wieder Treffer München, schon wieder Jubel München. Keith Orley, 75 Sekunden nach dem 2:1 mit dem 3:1 für die Münchner. Und hier sehen wir die Situation direkt aus dem Bulli entstanden. Einfach mal aufs Tor. Durch die Beine von Gustafsson, München 3:1 vorne. Mannheim hatte an diesem Doppelschlag zu knabbern und München spielte natürlich mit breiter Brust. Das geht schnell, das ist Berg, das ist Daubner und das ist das 4:1. 31. Spielminute, richtig hübsch gespielt. Tic-Tac-Toe unter die Latte, Daubner mit seinem ersten Saisontreffer. München 4:1 vorne nach dem zweiten Drittel. Pavel Groß bedient, Mannheim gefordert und die Adler wehrten sich. 43. Minute, Powerplay Mannheim und die Scheibe ist im Tor. Tommy Huchtala drückt den Puck über die Linie. Die Schiedsrichter haben sich das Ganze nochmal angeschaut im Videobeweis, aber sie erkennen, es ist ein gutes Tor. Keine Torhüterbehinderung, kein Torraum abseits. Ben Smith nur mit einer Aktionspräsenz, keine Dauerpräsenz. Und dann ist es Huchtala, der die Scheibe reindrückt. 2:4 also. Die Schiedsrichter entscheiden korrekt auf Tor. Wir springen in die 59. Minute. Kommt Mannheim tatsächlich noch mal ran? Volles Risiko. Torwart raus, empty net. Aber München macht den Deckel drauf. Conny Abelshauser mit dem 5:2 die Entscheidung in diesem Spiel. Aber der ERC Red Bull München hatte noch nicht genug. Immer noch die 59. Minute. Das ist JJ Peterka, 17 Jahre alt. Er hat schon 2 Saisontreffer und macht hier sein drittes. 59 Minuten lang nicht viel zu sehen vom Youngster, aber das macht er richtig gut. Schnell und dann präzise zum 6:2. Und es war immer noch nicht Schluss. 60. Minute, noch einmal München und noch einmal durfte der ERC Red Bull jubeln. Chris Berg, der Neuzugang aus der AHL mit dem 7:2. Sein erster Treffer in der DEL. München gewinnt also deutlich in Mannheim und hier ist eine Stimme zum Spiel von Maxi Daubner. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel gekommen, die Mannheimer unter Druck gesetzt und so haben wir unsere Chancen gekriegt und die haben wir eiskalt genutzt. Und am Ende, ja, muss man sagen, ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch, aber wir nehmen die Tore mit, ganz klar. München mit einem Ausrufezeichen, 7:2 beim deutschen Meister, 3 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte, der Saisonstart ist perfekt und Mannheim mit 2 Niederlagen nach 3 Partien sicherlich noch nicht am Ziel der Träume. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.